sive coronam reliquae licet ab indignis episcoporum tamen manibus capiti tuo imponitum. Die Erzherzoginnen bitte. Erste Position und Haltung. Musik. Haltet ein. Aufgestanden. Aufgestanden. Was hat ein erlauchtes Fräulein am Boden zu suchen? Ich kann nicht tanzen. Doch, könnt ihr. Und dann werde ich euch krönen. Aber Mädchen herrschen doch nicht. Herrschen wird mein Bruder. Ihr habt einen Bruder? Noch nicht, aber der liebe Gott wird ihn uns schicken. Ist doch so, sobald der Herrgott will, schickt er ihn uns. Stimmt's, Pater? Also dann. Noch einmal bitte. Danke, Majestät. Das solltet ihr nicht, Eure Majestät. Das ist Medizin. Und ich bin eine musterhafte Patientin. Selbstverständlich, nur... Will der Kaiser nun einen männlichen Erbfolger oder nicht? Zeigt ihm die Bilder. Was passiert denn so, dass es nicht Zeit bis morgen früh hat? Verzeiht euch, Laucht. Ihr wolltet stets alle Neuigkeiten zu einem... Sagt nicht, die Kaiserin ist guter Hoffnung. Nein. Ja, also was dann? Ich fürchte, in diesem Fall ist jegliche Hoffnung verloren. Aber der Kaiser wohnt ja doch bei. Das schon. Jedoch,
Ihre Leber ist... Was um alles in der Welt hat ein Thronfolger mit der Leber zu tun? Die Medizin, die mein Vorgänger Ihrer Majestät verschrieben hat. Heilt gar nichts, ist bloß Alkohol, das weiß jeder. So ist es. Die Leber der Königin ist verhärtet. Und wenn man ihr gesegnetes Lebensalter von 41 Jahren dazu rechnet... Ohne männlichen Erben kommt Maria Theresia auf den Thron. Wir alle wissen aber, dass nicht sie, sondern ihr Gemahl regieren wird. Und das könnte, Gott bewahre, ein gewisser Herzog aus Lothringen sein. Unser Land braucht einen starken Herrscher. Wisst ihr, wie viele Soldaten dem König von Preußen gehorchen? 80.000. Dem Burschen aus Lothringen gehorcht nicht mal sein eigener Hosenstall, was man so hört. Glaubt ihr im Ernst, so einer kann uns gegen die Preußen und Osmanen beschützen? Wir brauchen einen habsburgischen Erben. Also, was ist euer Plan, Dr. Basson? Die Wissenschaft vermag nicht alles durchlaufen. Ich bin nur ein Arzt. Leibarzt der Kaiserin. Was für ein Posten. Es wäre doch zu schade, ihn zu verlieren. Gewiss. Es hat mich viel gekostet, in diese Stellung zu gelangen. Dann sehen zu und lasst euch etwas einfallen. Mit Verlaub. Ich denke, ihr solltet euch in dieser Sache an Pater Kampmüller wenden. Warum? Weil ihr ein Wunder fordert. Sie schläft, schließt euch meinem Gebet an, Professor Spanagel. Damit sie Österreich einen Sohn schenkt, einen Thronfolger. Und was ist, wenn unsere Gebete nicht erhört werden? Denkt ihr nicht, wir sollten Maria Theresia aufs Regieren vorbereiten? Wollt ihr euch dem Willen Gottes widersetzen? Wie kann sie denn herrschen? Als Frau. Mein lieber Spannagel. Kaiserliche Hoheit. Ich habe euch einen weiteren Racine mitgebracht. Die Zerstreuung, nach der ihr verlangtet. Lieb von euch. Professor Spannagel und ich führten gerade eine Debatte. Der Professor meint, man sollte die Erziehung eurer Erstgeborenen vertiefen. Sei ja nicht töricht. Wozu soll denn all das viele Wissen gut sein? Wenn wir alles wüssten, würden wir das Leben nicht ertragen. Unwissen macht glücklich. Eben. Allein der Glaube macht selig. Marias Aufgabe ist es, den Erblanden Kinder zu schenken. Der Herr im Himmel steht an ihrer Seite. Ich freue mich schon auf den Hof. Wir werden uns mit dem Hofdamen wieder prächtig unterhalten. Wir fahren nach Wien, um die Erzherzogin zu besuchen. Das Zeremoniell am Habsburger Hof ist ziemlich streng, mein Herr. Es ist nicht so wie in Prag. Schade. Maria Theresias Liebreiz soll nicht zu unterschätzen sein. Woran misst man den Liebreiz einer Erzherzogin? An der Größe des Territoriums? Ja. An der des Heeres. Zeigen. Tja, das ist bei denen alle Mut. Französischer Stil. Das sieht man ja fast bis zum... Na eben, Anna. Genauso muss ein Dekolleté ausschauen. Halt mal. Maria? Anna? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Was macht ihr da? Füchsen, damit schaue ich aus wie eine Nonne. Die Tugenden einer jungen Dame sind Keuschheit und Bescheidenheit. Und ein sittlich einwandfreies Gewand. Was soll das Theater? Zeit fürs Selbststudium. Wir sortieren Kleider aus. Almosen für die Armen. Ihr lügt doch. Ihr begebt euch jetzt in die Schlosskapelle. Und zwar beide. Wir werden gleich zu Abend essen. Die Mädchen fasten heute.
Ich habe in euren Augen Koketterie und Begierde gesehen. Es gibt Dinge, die die Kirche nicht duldet. Die bevorstehende Ankunft des Herzogs von Lothringen ist eine Probe eurer Treue zur Heiligen Kirche und zu eurem Land. Vergesst das nicht, Maria. Ich sehe, hat es Kaiser Karl geschafft, sich ein neues Palais zu bauen in den paar Jahren, in denen ich nicht hier war? Das gehört nicht dem Kaiser. Das ist das Belvedere. Der Sommersitz des Eugen von Savoy. Soll das ein Scherz sein? Es ist prächtiger als die Hofburg. Prinz Eugen hat heutzutage so viel Einfluss, dass selbst der Kaiser ihn fürchtet. Und ich soll tatsächlich den Mundschenk spielen beim Festmahl des Kaisers? Eine Ehre. Es bedienen nur die bedeutendsten Adeligen. Uralte Tradition. Ein grandioser Unfug. Ihr bedient Maria Theresia höchstpersönlich. Ich hoffe nur, sie hat inzwischen tanzen gelernt. Seine Majestät Karl der VI., römisch-deutscher Kaiser, Erzherzog von Österreich, Souverän der habsburgischen Erblande, König von Böhmen, König von Neapel, König von Sizilien, begrüßt seine versammelten Untertanen an der kaiserlichen Tafel. Speiset und trinket und lobet den Kaiser. Herzoginnen Maria Theresia und Maria Anna werden nun ein Singspiel aufführen. In den Gärten der Prager Burg, da... Da habe ich mich gehen lassen. Ich bin Gott dafür nach wie vor dankbar. Ich habe inständig gehofft, ich könnte euch noch heute in die Arme nehmen. Dafür besteht aber kein Grund. Dann könnte ich noch länger an eurem Haar riechen und vielleicht sogar euren Nacken berühren. Lass diese unsichtigen Reden. Aber Sehnsucht ist nicht verwerflich, mein Engel. Sprich mich mit Maria Theresia an. Maria, die so wundervoll singt? Für den höheren Ruhm Gottes? Ja, an den Namen meiner Patronin, die heilige Jungfrau Maria, die tapfer an ihre Lasten trug, denke ich am meisten. Weil sie der Versuchung der Fleischeslust widerstand. Es scheint, als würden die lockeren französischen Sitten am österreichischen Hof nicht funktionieren. Vieles ist hier anders als im modernen Europa. Hier bestimmt Intrige den Ton, wie man hört. Ihr solltet jetzt vielleicht besser gehen. Wieso? Weil niemand mehr da ist, den ihr bedienen könnt.
euch gedacht. Ich dachte, dass ihr die ganze Zeit nur in Gebete versunken wart. Ich habe mir jede Nacht das Porträt von euch unter das Kopfkissen gelegt. Erinnert ihr euch? Ihr habt es mir zum 12. Geburtstag geschenkt. Aber an unseren Tanz im Pragner Schlossgarten, da erinnert ihr euch schon noch, oder? Ich denke, mein Aufenthalt im Umkleidezimmer der Damen ist recht unschicklich. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, das nicht, das nicht. Nur sollten wir nicht warten, bis uns das Protokoll einer Begegnung ermöglicht. Ich möchte euch aber heute noch sehen. Heute Abend oder morgen. Marie! Was ist denn hier los? Und ihm ist wen? Der Franz hilft mir nur beim Umkleiden. Christi, wen kommt? Wenigstens ihr solltet Verstand genug haben, Hoheit, wenn sie ihn schon euretwegen verloren hat. Bitte geht. Sie haben sich heimlich getroffen. Maria und der Lothringer. Und deshalb seid ihr so außer Atem, Livade? Ich bin besorgt, dass wenn der Herrgott meine Gebete nicht erhört, dieser Herzog der nächste Regent wird. Nein, das wird er nicht. Wird er nicht? Nein. Habt ihr etwa schon einen anderen Bräutigam für Maria? Gut. Jetzt sprecht doch, wen? Einen, der uns garantiert, dass es keinen Krieg mit Preußen geben wird. Niemals. Nein. Ihr wisst, das heißt, dass Kronprinz Friedrich im Bett Männern den Vorzug geben soll. Es gibt schlimmere Vergehen. Er ist Protestant. Ihr seid ein treuer Diener des Reiches. Ja, schon. Nur, Dann betet schon mal, dass der Protestant zustimmt. Kurier! Zu Händen des preußischen Botschafters. Morgen. Oh. Was hat mein Singvögelchen denn gestern angestellt? Nix. Wieso? Da wird im Hof aber was anderes gezwitschert. Der Franzl war bei ihr. Wir lieben uns. Ach Gott, Kind, wen interessiert die Liebe? Bordwerbung ist Politik. Papa, ich werde ihn doch heiraten. Oder? Ist doch ausgemacht. Mach du dir um die Zukunft keine Sorgen. Das ist meine Aufgabe. Es wird schon gut gehen. Bei so einer ungestimmen Tochter muss Eure Majestät ja schlaflose Nächte haben. Die Heirat wird Sie ruhiger machen. Da stimme ich Majestät völlig zu. Wir werden uns auf die Suche nach einem Bräutigam für Maria Theresia machen. Ich habe bereits gewählt. Ach ja?
Beginnt mit dem Lothringer zu verhandeln. Wir haben sie ja eh seit der Kindheit versprochen. Bei allem Respekt, Majestät, aber haltet ihr Franz Stephan nicht für einen zu schwachen Ehemann? Genau das will ich. Mein Schwiegersohn soll meinem Sohn nicht konkurrieren, wenn ich ihm den Thron übergebe. Ach, da fällt mir ein Stein vom Herz. Ich wusste, es ist nur Tratsch. Was für ein Tratsch? Ach, nichts. Nichts dummes Geschwätz. Eure Hoheit sagen ja selbst immer, ein Gerücht ist dazu da, um ignoriert zu werden. Zuerst muss ich das Gerücht kennen, um es ignorieren zu können. Also, was für ein Tratsch. Auf den Gängen des Hofes wird getuschelt, dass es gar keinen männlichen Thronfolger mehr geben wird. Dummes Geschwätz, wie gesagt. Wer sagt das? Der Leibarzt der Kaiserin. Bringt mir den Doktor. Sofort! Wie kann er es wagen, so etwas zu behaupten? Ist da Gott? Will er sich über den Allmächtigen selbst stellen? Nur Gott allein entscheidet, ob er mir einen Sohn schenken will. Also, warum verbreitet er solche Lügen? Die Medizin, die mein Vorgänger der Kaiserin verordnet hat, ist hochprozentig. Ja, weiter? Sie hat die Konstitution der Kaiserin bedauerlicherweise sehr geschwächt. Dann mach er was. Gib ihr eine andere Medizin, lass es ihr zur Ader, was weiß ich. Er ist der Arzt. Wofür habe ich ihn? Ich fürchte, Majestät, auch ein Aderlass wird nicht mehr helfen. Die Kaiserin Majestät ist zu alt. Ich bedauere zutiefst, Majestät. Los. Macht euch keine Sorgen, Majestät. Wir finden für Maria Theresia einen Gemahl, der herrschen wird, als wäre er euer eigener Sohn. Ich habe meiner Tochter versprochen, dass sie den Franz heiraten. Ich weiß. Aber wir müssen uns der Lage anpassen. Der Lothringer auf dem Thron wäre doch bloß ein lahmes Hirschkäppchen, das die Raubtiere anlockt. Die Preußen, die Ungarn, die Osmanen, sie würden uns alle in Stücke reißen. Es würde das Herz brechen. Besser das Herz als das Genick. Ihr wisst selbst, Majestät, was das Schicksal von Herrscherinnen besiegter Länder ist. Ich fürchte, es gibt keinen Raum für Kompromisse mehr, aber ich verspreche euch, dass ich, wenn ihr mir Vertrauen schenkt, all meine Kräfte einsetzen werde, euch einen Schwiegersohn zu finden, der sowohl eure Tochter beschützt, als auch das ganze Reich. Mein Gemahl, ich habe nicht mit euch gerechnet. Soll ich aufs Lager? Lass die Bilder hier. Na los. Raus.
Darf ich euch um einen Tanz bitten? Ohne Musik? Hört ihr sie nicht? Da drin. Herzog! Es ist erforderlich, dass euch anderen Verpflichtungen widmet. Mit Verlaub, Majestät. Was auf der Welt könnte wichtiger sein als ein Tanz mit Ihrer Hoheit? Die Vorbereitung für eure Abreise. Der Herzog kann sein Land nicht so lange alleine lassen. Eure kaiserliche Majestät, eure Hoheit. Papa? Nicht jetzt. Kein Wort. Marschall von Grumkopf ist aus Preußen eingetroffen. Danke. Lasst uns allein. Durchlaucht. Freund, bringt Neuigkeiten, hoffentlich gute. Friedrich Wilhelm zeigt sich sehr begeistert. Wenn es gelingt, den Plan zu vollenden, wird er euch reichlich belohnen, glaubt mir. Und ich gebe offen zu, auch mich. Ach, wisst ihr, in meinem Alter braucht man nicht mehr so viel. Ich bin zufrieden, wenn ich weiß, dass das Reich in Sicherheit ist. Ihr meint, ihr müsstet die Interessen des Reiches über eure eigenen stellen? Ich fange an, mich ernsthaft um euch zu sorgen. Ach, lassen wir das. Sagt mir lieber, wie steht eigentlich der Prinz zu dieser Ehe? Er ist entzückt. Nehme ich mal an. Mit einem Wort, er weiß nichts davon. Früher oder später wird ihm sein Vater diese frohe Botschaft schon mitteilen. Ein Gläschen Tokaja? Ja. Die österreichischen Erblande und Preußen. Auf diese Vereinigung trinken wir. Man stelle sich vor, die Russen, Engländer und Franzosen verlören mit einem Schlag an Einfluss, würden zu Nebendarstellern in einem neu geordneten Europa. Ehe ich allerdings in Verhandlungen trete über eine Vermählung von Prinz Friedrich mit Maria Theresia, sollte ich mir sicher sein können, dass ich auch erfolgreich sein werde. Schätzt ihr meinen Einfluss so gering? Die Erzherzogin legt angeblich einen gewissen Hochmut an den Tag. Das ist jedenfalls das, was man hört. Maria Theresia ist dem Kaiser, der Kirche und dem Reich treu ergeben. Selbstverständlich. Eins noch, Friedrich Wilhelm blamiert sich nicht gern. Sollte der Plan missglücken, wird uns seine Rache hart treffen. Und er weiß davon. Kletterst aus dem Fenster. Unten im Hof wartet eine Kutsche und der Franz wird dann zu dir steigen. Anna, danke. Bet für mich. Ich habe euch gewarnt. Das Auge Gottes sieht alles. Steigt ein, Herzog. Es zieht. Überrascht? Eigentlich nicht. Ich will ganz offen zu euch sein. Ich habe andere Interessen als der Kaiser. Ihm geht es um den ewigen Ruhm der Habsburger. Mir geht es um Österreich.
Ich würde sogar dem Tatarenfürsten die Krone geben, wenn er mir garantierte, dass die nächsten 50 Jahre niemand dieses Land anrührt. Versteht ihr? Solche Worte könnten euch leicht als Landesverrat ausgelegt werden, Durchlaucht. Ihr würdet mich nicht verraten. Ihr seid ein guter Junge. Und ihr seid verliebt. Ein Fehler, mein Freund. Nicht euer einziger, aber im Moment euer größter. Ihr wisst nichts über mich. Ihr werdet einmal ein hervorragender Ehemann und Vater sein. Und dazu noch ein ausgezeichneter Haushälter. Aber ein großer Krieger wird niemals aus euch. Dazu fehlt euch das Durchsetzungsvermögen. Kein Grund, mir nicht Maria Theresias Hand zu geben. Das kann ich leider nicht, mein Freund. Aber in ein, zwei Jahren gebe ich euch ihre Schwester Anna zur Frau. Wie bitte? Was ist daran so schwer zu verstehen? Durch diese Ehe bekommt ihr die Möglichkeit, Maria Theresia zu sehen, wann immer ihr wollt. Ihr müsstet euch nicht mehr in den Umkleidezimmern der Damen verstecken. Euer Vater wäre begeistert, wenn ihr mit einer Habsburger Prinzessin nach Hause kämt. Egal, ob sie jetzt Maria Theresia oder Anna heißt. Und mit der Liebe könntet ihr es halten, wie ihr wollt. Aber die Resi... Wenn ihr sie wirklich liebt, mein Freund, dann wünscht ihr einen Mann, der es nicht zulässt, dass ihr Land ausgeplündert wird. Hinter meinem Rücken. Gegen das Protokoll. Entschuldigt, Eure Kaiserliche Majestät. Du wirst zum Ehegatten nehmen, wen wir für dich auswählen. Franz Stephan von Lothringen kriegt Anna zur Frau. Das wird er nicht machen. Er hat bereits eingewilligt. Das kannst du doch nicht wollen. Was wir wollen, spielt doch hier keine Rolle. Wir sind Figuren in einem Spiel. Verstehst du das nicht? Na komm, Kinderl, wir sehen. In ein paar Jahren ist das alles vergessen. Es ist doch nur ein Mann. Nach einer Zeit ist es ganz gleich, neben wie man aufwacht. Man gewöhnt sich an alles. Franz und ich, wir gehören zusammen. Er ist mir vorbestimmt, darum begreift denn das keiner. Maria? Du bist zu hochmütig. Manche Dinge muss man einfach akzeptieren. Ich nehme ihn oder keinen. Ich votiere für den Spanier, Don Carlos. Damit machen wir uns England zum Feind. Eine gute Wahl wäre doch der sächsische Prinz. Er würde noch in Windeln auf dem Thron sitzen. Und außerdem kommt Sachsen mit ebenso leeren Taschen wie Lothringen. Keine gute Wahl. Diese Allianz würde uns finanziell ausbluten. Sag ich doch. Und ihr, Prinz? Ihr schweigt? Es gibt genau drei Möglichkeiten, Eure Majestät. Und wenn die erlauchten Herren sich wieder beruhigt haben, werden sie zur gleichen Ansicht kommen. Contenance, wenn ich bitten darf. Wir hören. Der spanische Thronfolger. Zu jung. Der Wittelsbacher Kurfürst. Man hört, er ist altersschwach. Bedenkt, er soll dem Reich doch noch einige männliche Erben schicken. Keine gute Wahl. Wer ist schon frei von Fehlern, lieber Graf? Ein Greis und ein Kind. Etwas Besseres habt ihr nicht? Prinz Friedrich, der Erbe des preußischen Throns. Ein Protestant. Ist nicht der Zeitpunkt für Scherze, Prinz. Preußen führt bereits Verhandlungen mit Braunschweig-Wolfenbüttel. Die sind ausgesetzt. Frankreich und England würden das niemals dulden. Ein Bündnis mit Preußen bedeutet eines: Krieg. Ja. Aber mit Prinz Friedrich können wir ihn gewinnen. Meine Medizin. Nichts als Gesöff. Eure kaiserliche Hoheit, der Hofkompositeur ist fertig. Das wirst du bis Sonntag einstudieren, zu Ehren der preußischen Delegation.
Es gibt da einen ernsthaften Heiratskandidaten. Hm. Prinz Friedrich von Preußen. Der Berliner Hof hat bestätigt, dass er sich für dich interessiert. Ich mich aber nicht für ihn. Ach. Soll es der Wille des Herrn sein, dass du wirklich meine Nachfolge antrittst, dann muss jemand am Thron sitzen, der sich dort halten kann. Sollte das der Wille des Herrn sein, dann wird er mir die Kraft geben, so fest am Thron zu sitzen, wie er es tut. Ja? Dann kannst du mir sicher sagen, wie viel Steuern wir jährlich einnehmen. Oder wie viel Mann unsere Armee misst. Die Ministri werden es mir schon sagen. Die Ministri? Wie steht der Kurfürst von Bayern zu den Erblanden? Welche Ansprüche stellt Frankreich? Hast du eine Antwort? Sie soll doch nur heiraten. Nicht in den Krieg ziehen. Eben. Sie soll heiraten, und zwar den Preußen. Und ihr einen Sohn gebären, bevor sie so ein nichtsnutziges Weib wird, wie ihr seid. Lern die Noten! Ich möchte, dass du eine gute Figur machst. Bravissima, eure königliche Hoheit. Man stelle sich jetzt noch eine Flöte vor, was wäre das für ein herrliches Duett. Kronprinz Friedrich soll ja ein wahrer Meister auf seiner Flöte sein. Seine Majestät Friedrich Wilhelm hingegen hat wenig Sinn für Musik, hört man. Er soll den Kronprinz wegen des Flötenspiels gezüchtigt haben. Der Prinz hatte heimlich geübt. Es war eine gerechte Strafe. Eigenartig. Wie grausam Eltern zu den eigenen Kindern sein können, nicht? Wenn es zu ihrem Wohlergehen ist. Was heißt, der Kronprinz wollte vor so viel Wohlergehen nach England fliehen? Ich weiß nicht, was er meint. Danach soll Friedrich Wilhelm den besten Freund des Kronprinzen haben köpfen lassen. Und Friedrich musste der Hinrichtung beiwohnen, eine wahrhaft gerechte Strafe, nicht wahr? Maria Theresia. Hoheit, ihr mischt euch in die Angelegenheiten eines fremden Herrscherhauses ein. Nach eurer Meinung soll es mir bald nicht mehr fremd sein. Doch solche Grausamkeiten werden mir immer fremd bleiben. Wollt ihr mich wirklich an so einen barbarischen Hof vermählen? Schweig jetzt. Verzeiht, Marschall. Ist das eure offizielle Haltung zum preußischen Königshof? Nein, natürlich nicht. Doch, das könnt ihr gern berichten. Das ist meine Haltung. Ist der Zutritt zu den Räumen des Kaisers nicht gestattet. Ihr seid aufgefordert zu gehen, Hoheit. Ich muss mit ihm sprechen. Dazu sieht seine Majestät keinen Anlass gegeben. Ich bin seine Tochter, ich habe das Recht. Oh nein, dieses Recht hast du verspielt. Du hast den Gesandten beleidigt, hast dem Lothringer schöne Augen gemacht und gespuckt auf Preußens Friedrich. In ein paar Wochen weiß das ganz Europa. Du bist so nichts Nütze. Mutter, ich... Niemand wird dich noch heiraten. Du bist unnütz. Genauso wie ich. Ich bin bereit, Buße zu tun, um meine Strafe anzunehmen. Aber ein Leben ohne Franz, das kann ich nicht. Wie selbstsüchtig von euch, Hoheit. Ihr denkt nur an euch, wo es um den Frieden in ganz Europa geht. Wir sollen doch Anna den Frieden sichern. Eure Schwester ist die Zweitgeborene. Wenn ihr allerdings ihr den Platz freimachen würdet... Rät er mir zum Freitod? Gott im Himmel, nein. Aber ihr könntet euer Leben, eure Liebe ganz dem Schöpfer widmen. Geht ins Kloster und macht eurer Schwester den Weg frei. Das Reich braucht nun mal eine starke Hand. Und die hat der Herzog von Lothringen nicht. Was auch immer man sonst über ihn denkt. Warum kann ich nicht die Starke sein? Weil ihr noch ein Kind seid. Schlimmer noch eine Frau.
Seht euch an. Seht so ein Herrscher aus. Wenn ihr eurem Reich dienen wollt, dann geht ins Kloster. Ich muss euch warnen. Nach Meinung der Jesuiten ziemt es sich nicht, dass eine Frau sich mit der Theorie des Herrschens befasst. Nach Meinung der Jesuiten ziemt es sich, für eine Frau nur zu beten, zu gebären und dem Mann zu dienen. Nehmt die Warnung ernst, Hoheit. Wenn man solche Bücher bei euch findet, wird man euch der Ketzerei bezichtigen. Und Ihnen, Spannagel, der es mir gegeben hat. Ich bin schon alt. Aber ihr bedenkt gut, was ihr riskieren wollt. Womit fangen wir an? Die größten Machthaber der Geschichte. Eine Pflichtlektüre für jeden Herrscher. Wie lange dauert es, bis er mir alles beigebracht hat? Die Grundlagen? Ein Jahr? Eher zwei. Eher drei Monate. Frankreich wollte Stanislaw Leszczynski auf dem polnischen Thron sehen und provozierte so den Krieg mit dem Heiligen Römischen Reich. Denn der Kandidat seiner Majestät, eures kaiserlichen Vaters, war der Kurfürst von Sachsen, der nun als August der Dritte die Regentschaft innehat. Und so soll es gut sein, dass ich das alles weiß. Oh, Hoheit. Machiavelli sagt, ein guter Herrscher muss Wissen sammeln und es rücksichtslos einsetzen. Ein guter Herrscher sollte barmherzig sein, nicht rücksichtslos. Der Prinz Eugen von Savoyen ist ein großer Bewunderer Machiavellis. Nach seinem Vorbild kauft er seine Freunde. Und die nicht käuflich sind, erachtet er als Feinde. Und er, Spannagel, bewundert er auch Machiavelli? Dann sollte er, wie der es lehrt, eigennützig sein und sich nicht in Gefahr bringen. Hoheit, wenn ich euch zu einer wahren Herrscherin erziehen kann, dann bekommt mein nichtiges Leben einen Sinn. Seht ihr, wie eigennützig das ist? Leszczynski traf sich als Vertreter der litauischen Konföderation mit dem schwedischen König, der ihm die Krone zusicherte. Gut. Im Jahr 1713 schloss England zusammen mit den Bündnispartnern Habsburgs in Utrecht Frieden mit Frankreich. Dadurch wurde Philipp von Anjou als Nachfolger auf dem spanischen Thron bestätigt. Ich bin so froh, dass ich dumm bleiben darf. Ja, du bist die glücklichste junge Dame, die ich kenne. Ich hab dich lieb. So sagt man aber nicht. Es ging das Protokoll. Die Zeremonialprotokolle bilden die Grundlage für das Hofzeremoniell. Mit dem Rastatter Frieden wurde der spanische Erbfolgekrieg 1716 beendet. 1714. 1714. Als Kompensation für den spanischen Thron fielen an Österreich die spanischen Niederlande, Sardinien, die Herzogtümer Mailand und Mantua, die Lombardei. Und was noch? Florenz. Das Königreich Neapel. Wie wollt ihr herrschen, wenn ihr nicht einmal wisst, über was? Ist doch so schrecklich viel ist. Ja, es ist viel. Euer Reich. Fahrt fort. Die kaiserlichen Truppen standen im Krieg 1716. Bis. 1718. Weiter. Unter der Führung von Prinz Eugen von Savoyen, der sie siegreich gegen die Osmanen ins Feld führte. Maria! Maria! Was macht ihr hier? Ein Präsent für seine Majestät, meinen Vater. Wir sticken eine Jagdszene, genauso wie es ihm gefällt. Vielleicht kann das ja sein Herz erwärmen. Ich rate euch gut, widersetzt euch nicht. Sonst müsstet ihr am Ende dann doch noch gegen euren Willen ins Kloster gehen. Kommt, lasst uns fortfahren. Ich kann nicht mehr. In diesem Moment verhandelt seine Majestät euer Vater mit den ungarischen Gesandten. Ungarn ist sich der misslichen Lage Habsburgs bewusst geworden und hat nun selbst Lust auf den Thron bekommen. Aber die Ungarn haben doch zugesichert, eine weibliche Thronfolge anzuerkennen. Richtig. Und das Dokument heißt wie? Pragmatische Sanktion. Also,
rufen wir sie uns ins Gedächtnis, einschließlich der Signatare. Articuli. Dominorum Prelatorum, Baronum, Magnatum, et Nobilium. Hört gut zu, Horat. Cuterumque, Statum et Ordinum Regni Hungariae. Majestät, es ist euch doch sicherlich bekannt, dass der Paragraph über die Erbfolge eurer Tochter hineingeschmuggelt wurde in die pragmatische Sanktion. Wollt ihr sagen, der ungarische Gesandte hat ein Dokument unterzeichnet, ohne es vorher gelesen zu haben? Wollt ihr das wirklich einem Landsmann unterstellen? Graf. Wir brauchen die Herrschaft einer starken männlichen Hand. Ohne eine solche werden die separatistischen Kräfte in Ungarn immer mächtiger. Starke Worte. Das Land wird seine männlichen Thronfolge bekommen. Die Kaiserin bereitet sich auf eine Pilgerreise zur Heiligen Mutter Gottes vor. Eure Hoheit, gestattet, dass ich mein Kompliment zum Ausdruck bringe. Bitte. Was sind das für Texte? Gedichte. Ich möchte sie lesen. Und ihr seid wer? Euren Namen muss ich wohl überhört haben, als ihr euch vorgestellt habt. Dann hört gut zu. Esterházy Nikolaus, direkter Abkomme eines bedeutenden ungarischen Adelsgeschlechts. Ein Rat. Bemüht euch, mehr zu sein als irgendjemandes Nachkömmling. Interessante Lektüre. Gedichte. Nur Gedichte. Habt ihr nicht etwas verloren? Danke. Wie liebenswürdig von euch. Was will er denn? Eure Gesellschaft in der Orangerie, aber ohne die Begleitung dieser schrecklichen Hofdame, die euch bewacht. Das wäre unschicklich. Und dies hier? Ist schicklich? Schicklicher als langweilige Konversation in der Orangerie. Gehen wir. Hey. Maria Theresia bereitet sich also nicht auf den Thron vor, behauptet ihr? Bei aller Wertschätzung für die Prinzessin, aber diese Vorstellung ist grotesk. Ach ja? Und weshalb hat sie dann Dokumente über die Zusammensetzung des ungarischen Parlaments in ihre Gemächer getragen? Unsere Töchter gehen in der Bibliothek ihren Handarbeiten nach. Und sie repetieren dabei Bibeltexte. Schaut nach, wenn ihr es nicht glauben wollt. Nikolaus, was soll das? Was erlaubt euch, so mit der Kaiserin zu sprechen? Wenn ich mich irren sollte, entschuldige ich mich demütigst bei Ihrer Majestät. Ich kann das erklären.
ist an der Zeit, mein Kind. Bist du bereit, deine Strafe anzunehmen? Das bin ich. Ich verdiene eure Liebe nicht und auch keine Vergebung, Eure Majestät. Du bist also im Klaren, in welche Lage du mich und die Erblande gebracht hast. Ja. Das bin ich. Frankreich, der Erzfeind, erstarkt. Die Bayern erheben territoriale Ansprüche, die Preußen rüsten auf und die Ungarn sind unberechenbar. Unsere Lage ist also bedenklich. Und ihr, Prinz, ihr wolltet die Sicherheit des Landes garantieren und ich habe das alles vereitelt durch mein unreifes und hochmütiges Verhalten. Ich bitte untertänigst um Vergebung. Und ich bin sicher, so denkt auch der Herzog von Lothringen. Er gebe bestimmt viel, uns in dieser misslichen Lage beizustehen und so eure Gunst wiederzuerlangen. Er würde zum Beispiel auf sein Land verzichten. Bitte, was um alles in der Welt brächte uns Lothringen? Uns nichts, ja, da habt ihr recht, Prinz. Aber Frankreich erhält territoriale Ansprüche auf Lothringen. Und wenn wir ihnen dazu verhelfen, wären sie sicher bereit, im Gegenzug auch etwas für uns zu tun. Zum Beispiel? Die Anerkennung der pragmatischen Sanktion. Zum Beispiel? Wenn Franz Stephan Lothringen verschenkt, ist er ein Herzog ohne Herzogtum. Außer er bekommt die Toskana. Durch unsere und die Unterstützung der Franzosen natürlich. Und dazu noch eure Hand, wenn ich das richtig verstehe. Unter dieser Voraussetzung würde die Ehe das Machtgefüge in Europa nicht gefährden. Wir machen die Rechnung ohne den Wirt. Was macht euch so sicher, dass Franz Stephan eure Hand und die Sonne über der Toskana genügen wird? Meine Liebe und der Glaube an Gott, Prinz. Beruft ihr morgen den Reichsrat ein. Wir werden den Vorschlag erwägen. Mit Verlaub, Euer Majestät, haltet ihr das wirklich für einen guten Einfall? Er hat recht, das ist kein guter Einfall. Sicher ein besserer, als meine Tochter ins Kloster zu schicken. Spannagel! Ja? Ihr habt alles verdorben. Wisst ihr das? Habt ihr mich holen lassen, um mich vor der Hinrichtung zu verhöhnen? Ihr seid frei. Die Hinrichtung ist abgesagt. Franz Stephan kehrt an die Hofburg zurück. Tatsächlich. Euer Lächeln ist geschmacklos, Spannhalle. Ihr habt das Land in ein Unglück gestürzt, das noch viele Menschenleben kosten wird. Unterschätzt Maria Theresia nicht, sie wird eine gute Herrscherin werden. Ihr habt ein dressiertes Äffchen aus ihr gemacht, das ein paar politische Phrasen repetiert. Glaubt ihr wirklich, das macht sie zu einer guten Kaiserin? Glaubt ihr, sie allein wird die Ungarn in Zaum halten, den Preußen Paroli bieten? Euren eigenen Hals habt ihr aus der Schlinge gezogen. Aber im Gegenzug habt ihr das ganze Reich zum Schafott geführt. Möge Gott euch verzeihen. Nein! 4 Tage auf dem Pferd, da bist du sehr tapfer!
verschwitzt. Neben der Mutter in der Kutsche sehe ich aus wie ein Kind, das zur Firmung gebracht wird. Wo denkst du, fährst du hin, mein Söhnchen? Nächste Woche ist Jubiläumsjagd. Karl braucht Jagdbegleiter. Die findet er auch am Wiener Hof. Nun ja, ich bin gebildet und überaus charmant. Ich verstehe es, schöne Reden zu führen. Und außerdem, vielleicht ist das eine Wiedergutmachung für meine unfreiwillige Abreise vom Wiener Hof. Wieso hat er dann mich mit eingeladen? Hoheit? Mademoiselle de Chartres? Gestattet die neugierige Frage. Wo ist denn die Erzherzogin? Laut Protokoll darf der Brautwerber die Braut bis zum Aufgebot nicht sehen. Wenn ihr mir die Frage erlaubt, junger Mann, wer ist denn der Brautwerber? Ich wurde informiert, dass euer Sohn um die Hand Maria Theresias angehalten hat. Mein teurer Sohn, herzlich willkommen. Weiß er, dass er mir früh aufgefallen ist als meiner Tochter? Er war gerade 15, aber mit der Flinte auf der Jagd geschickter als alle unsere hiesigen Grafen zusammen. Damals habe ich Gott gebeten, dass er mir einen Sohn schenkt wie ihn. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr mich in der Familie haben wolltet, Majestät. Sein Anblick hat mich daran erinnert, dass mein eigener männlicher Erbe versagt geblieben ist. Das ist alles. Heute weiß ich, dass ich Besseres haben kann. Ein Enkel von seinem Blut. Er wird geschickt sein mit der Flinte wie sein Vater und ein großer Herrscher wie ich. Er wird den Ruhm unserer beiden Häuser weitertragen. Ihr bietet mir also die Ehe an? Mit Maria Theresia? Wenn sein Delegierter mit uns in Verhandlung tritt, wird er erfolgreich sein. Und die Bedingung? Bitte? Ihr stellt doch sicher eine Bedingung. Keine Bedingung. Nur ein wenig Demut, Franz. Wir werden Lothringen verschmerzen müssen. Wie meint ihr das? Er wird Lothringen den Franzosen abtreten. Und Frankreich wird sich dafür nicht der Verbindung unserer beiden Häuser in den Weg stellen. So wird er den Frieden sichern, Franz. Und er hat meine ewige Dankbarkeit. Das meint ihr nicht ernst? Ich soll mein Land den Franzosen opfern? Im Austausch zum Herzogtum Toskana und der Hand meiner Tochter. Das ist doch Wahnsinn. Die Franzosen schienen schon lange auf sein Land. Sie werden früher oder später einmarschieren. Erspar er seinem Volk einen blutigen Krieg. Ich soll mich kampflos ergeben? Es ist ein Triumph, keine Niederlage. Europa wird neu geordnet und dass aus Habsburg wird der Sieger hervorgehen. Ich fürchte, dass ich unter diesen Umständen ablehnen muss, Majestät. Er bricht meiner Tochter das Herz. Meine Tochter ist entschieden. Es liegt nur noch an ihm. Ich habe fast vergessen, wie schön du bist. Der Herzog war bestimmt so von Regierungsgeschäften okkupiert, dass er nicht an meine Wenigkeit hat denken können. Kehrt uns den Rücken zu, Herzog. Tut, als würde dir Vögel beobachten. Gut. Ich hypnotisiere diesen Pfau dort. Ist das in Ordnung? Kaiser Karl bietet mir Resis Hand an. So wurden meine Gebete erhört. Kannst du noch normal reden, Resi? Bei seinem letzten Besuch hat er mich gewarnt, eine private Unterredung sei gegen das Protokoll. Er hat recht gehabt. Verzeiht, Hoheit. Ich bin untröstlich, dass ich euch im Garten so allein lasse. Darf ich euch mit den Grafen Steiner und Böhm bekannt machen?
Es wäre uns eine Ehre, euch zu begleiten. Mademoiselle de Chartres ist da. Kleidet mich an. Na los, meine Rock, meine Perücke. Oder wollt ihr, dass ich einer Dame wie ein lebender Leichnam gegenübertrete? Jetzt kommt schon, presto! Den Rock. Euch dafür meinen Sohn ausgeheckt, ihr alter Fuchs. Ha? Franz Stephan soll die Rolle eines nützlichen Idioten spielen? Eure Worte, Mademoiselle. Aber ich hätte es selbst nicht besser ausdrücken können. Ihr wisst, ich habe Lothringen einst gerettet. Und jetzt erwartet ihr, dass mein Sohn es an die Bourbonen verschenkt? Ihr seid nicht nur die Schönste, ihr seid auch die klügste Herzogin des Säkulums. Ihr des Vorigen. Redet offen mit mir, alter Schmeichler. Kaiser Karl denkt doch keinen Moment daran, dass mein Sohn irgendwann über die Erblande herrschen wird. Kompliment, Mademoiselle. Ihr bringt es schon wieder auf den Punkt. Seine Gattin und seine Kinder haben Anspruch auf den Thron, er selbst leider nicht. Tja, damit kommt es leider nicht zu der von euch gewünschten Heirat. Lothringen werden wir nicht hergeben. Seht ihr, Doktor? Hauptsache nicht aufgeben. Weißt du überhaupt, was ich alles für Lothringen geopfert habe? Ich, die man die Tochter Frankreichs nannte, musste den Lothringer heiraten und dazu 1 Million Livre in das verfluchte Land mit einbringen. Ich weiß, Maman. Wenn du sie heiratest, bist du dein ganzes Leben lang der Ritter von Habenichts. Und jeder wird seine Schuhe an dir abputzen. Maman, das ist... Und wenn ihr, Gott bewahre, etwas zustößt, dann nehmen sie dir auch noch die verdammte Toskana. Eure Hoheiten, da seid ihr ja. Der königliche Schneider bittet euch, ihn zu empfangen. Hast du endlich verstanden? Jagdbegleiter, für die bist du das gehetzte Wild. Das Fräulein hat dich erlegt. Ihr königlicher Vater zieht dir das Fell ab und dann werfen sie dich den Franzosen zum Fraß. Zeit, aber die Jagd hat jetzt nicht Priorität, Mademoiselle. Das spanische Hofzeremoniell schreibt vor, dass Adelige bei einer Vermählung in den vorderen 3 Reihen schwarz gekleidet sind. Verehrtester, glaubt mir, falls es zu dieser Hochzeit wieder erwarten kommen sollte, dann nur über meine Leiche. In diesem Fall könnt ihr euch gern alle schwarz kleiden, wenn es euch beliebt. Einschließlich des Bräutigams und der Braut. Merde! Bitte hier entlang. Mama? Und? Hat er seine Zustimmung gegeben? Nein. Ich will mich einfach nicht. Du kannst dich ja immer noch erdolchen wie Shakespeares Julia. Warum wart ihr heute nicht bei der Frühmesse? Ach, mir war nicht wohl. Heißt das, ihr seid's? Nein. Nein, mein Gemahl. Genau das Gegenteil. Ich möchte, dass er noch mal seine Pilgerfahrt macht. Zu unserer Gottesmutter, nach Mariazell. Aber wenn die Resi jetzt heiratet, dann wird doch sowieso sie einmal am Thron sitzen. Wenn ich einen Sohn habe, wird sie das sicher nicht. Maria und Franz Stephan werden auf ihren Anspruch verzichten. Papa! Das ist die Bedingung für die Heirat. Wenn wir einen Bruder bekommen, dann wird aus dem Franzl also nichts? Er wird der Großherzog der Toskana. Eben. Quasi nichts. Jetzt sag schon was. Das kannst du doch nicht wollen. Deiner Schwester geht's nur um die Liebe, nicht um den Thron, hm? Gut.
bin mit der Bedingung einverstanden. Das soll ich euch von der Resi bringen. Ein Präsent von ihr. Was soll ich mit ihm machen? Bringt ihn bei, wie man Maria Theresia sagt. Die Welt ist kompliziert. Bitte? Vielleicht hätte ich damals in den Gärten der Prager Burg euch statt eurer Schwester in den Arm nehmen sollen. Dann wäre alles leichter. Dann müsstet ihr dem jetzt Anna beibringen. Stimmt. Das wäre sicher leichter. Bringt ihn ihr zurück, Anna. Warum? Anna, jetzt dreht schon, was hat er gesagt? Dass alles so furchtbar kompliziert ist. Wie? Verstehe ich nicht. Er wollte mich doch auch, was ist darin jetzt kompliziert? Er hat's halt schwer, Resi. Er? Ihr beide. Ihr beide habt es schwer. Ja, und sonst? Anna, hat er sonst noch etwas gesagt? Von mir, von der Heirat? Nein. Sonst hat er nichts gesagt. Maria. Ihr habt nach uns verlangt, Majestät? Der Meister will seine Komposition einrichten. Wenn der Herzog die Güte hätte, sich neben ihre Hoheit zu begeben. Habt ihr ein Problem damit, Herzog? Majestät, seid ihr sicher, dass das nicht etwas vorschnell ist? Im Gegenteil, die Kaiserin soll das Gemälde zum Geburtstag bekommen. Es pressiert also. Es ist nur, damit ihr Franz Stephan am Ende nicht wieder übermalen lassen müsst. Was ich damit anmerken will, ist, dass die förmliche Brautwerbung noch nicht stattgefunden hat. Das ist alles. Verzeiht, meine Ohren wollen nicht mehr so recht. Ich muss mich verhört haben. Aber ihr wollt doch nicht im Ernst die Interessen eures kleinen Herzogtums über die des Heiligen Römischen Reiches stellen. Natürlich nicht. Oder achtet ihr Maria Theresiens Herz so gering? Jetzt wart doch. Er will mich nicht. Er will mich einfach nicht. Wisst ihr, es wird ein anderer kommen. Und dann wird alles gut, Hubert. Aber keinen anderen schön ihn heiraten. Daran ändert auch keiner was. Und auch Franz Stephan nicht. Man hört, ihr stellt euch gegen die Heirat der Prinzessin mit Franz Stephan, dem Herzog von Lothringen. Österreich braucht einen starken Herrscher. Ich dachte, darüber waren wir uns einig. Richtig. Waren wir. Doch das ist Vergangenheit. In Preußen hat es inzwischen große Veränderungen gegeben, wie ihr sicher wisst. Der junge Friedrich hat sich vermählt.
Und immer sich versieht, wird er König sein. Zwei Hähne vertragen sich nicht auf einem Mist, das kann Europa nicht brauchen. Ihr seid ein Fähnchen im Wind, Krummkopf. Ein Hauch und ihr dreht euch. Was soll die plötzliche Bitterkeit durchlaucht? Ein sicheres und vereinigtes Europa, das wollten wir doch. Genau, Vereinigung. Aber nicht, dass Österreich-Preußen auf dem Servierteller präsentiert wird. Wir brauchen die Heirat zwischen Maria Theresia und diesem Goldjohann aus Lothringen unbedingt. Bringt das zu Wege. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr seht euch schon an der Spitze siegreicher Heere, nicht wahr, Marschall? Aber so schwach bin ich noch lange nicht, dass ich euch nicht aufhalten kann. Diese Hochzeit findet nur über meine Leiche statt. Macht das Fenster zu, Grazi Dirk, noch einmal! Was klopft denn da durchlaucht? Klopft da schon der Sensenmann? Ich werde diese Ehe verhindern, Herr Graf. Ich hoffe, euch bleibt noch Zeit dafür. Adieu, mein Freund. Prinz Eugen ist soeben eingeschlafen. Er möchte nicht mehr gestört werden. Aber will er sich dem Befehl seines Herrn widersetzen? Laut Protokoll müssen die Mitglieder der wichtigsten Adelsfamilien bei Tisch auf einem roten Teppich sitzen. Das heißt alle, auch die Nachkommen herrschender Adelsfamilien. Sprich, alle, die den Titel Graf tragen. Alle, die... Bis jetzt hat aber niemand um meine Hand angehalten. Ach, dass ihr heiratet, bereitet mir keine Sorge, Hoheit. Sorge bereitet mir nur der Teppich. Er ist zu kurz. Dann stückelt ihn halt an. Unmöglich, Hoheit. Man wird es sehen. Wir würden all jene brüskieren, die am angestückelten Ende sitzen. Dann lasst einen neuen machen. 50 Klafter handgewebten Teppichs? Das meint er doch nicht im Ernst, Hoheit. Wenn ich, nur rein hypothetisch gesprochen, die Ehre hätte, zur erzherzoglichen Hochzeit eingeladen zu werden, ich säße mit Freude auf dem angestückelten Ende des Teppichs, Hoheit. Ja, sogar auf gar keinem Teppich. Irgendwas, Salkumkopf? Ich kann meine Freude kaum beherrschen, wenn ich daran denke, dass ihr und Franz Stephan schon bald... Ich weiß, es ist nur ein Geheimnis. Welch ein Segen für Europa. Und natürlich auch für mich persönlich. Alle unterzeichnen die pragmatische Sanktion. Sie erkennen eure Nachfolge an und in Europa wird endlich Frieden herrschen. Dem König von Preußen beliebt es also nicht mehr zu grollen? Au contraire. Er teilt eure Freude, ganz genauso wie ich. Seit wann seid ihr und ganz Preußen auf meiner Seite, Marschall? Seit wann? Schon immer. Diese abstruse Idee, euch mit dem jungen Friedrich vermählen zu wollen, die hat der Prinz von Savoyen ganz allein ausgeheckt. Ich war dabei nur ein einfacher Mittelsmann. Warum? Warum hätte er denn das tun sollen? Wäre es zu dieser Heirat gekommen, hätte er, wie soll ich sagen, davon Vorteile gehabt, Anerkennung und sicher auch einiges an Geld. Und ich muss gestehen, ich auch. Prinz Eugen hat sich von Preußen bestechen lassen? Wie unschuldig euer Herz noch ist, Hoheit. Wenn ihr erst einmal herrscht, werdet ihr feststellen, dass in der Politik leider manchmal zu ziemlich schmutzigen Mitteln gegriffen werden muss. Er wollte mich verkaufen lassen? Ihr scherzt. Ihr scherzt! Ich fürchte, ich habe keinen Sinn für Humor, Hoheit. Das ist sicher mein größter Fehler. Aber auch mein größter Vorzug. Wo steckt er? Er liegt im Sterben. Der Priester ist bereits bei ihm. Wenn er seine Sünden beichtet, komme ich gerade mit. Hoheit. Ihr wolltet mich an Preußen verkaufen? Ich wollte nur einen Beschützer an eurer Seite, sonst nichts, wenn es Krieg gibt. Es wird keinen Krieg geben. Frankreich erkennt die pragmatische Sanktion an, es droht also keine Gefahr.
Ihr seid viel zu gutgläubig, Hoheit. Mein Vater denkt genauso wie ich. Zweifelt ihr am Urteil des Kaisers? Er lügt sich selbst in die Tasche. Legt ihr nicht schon im Sterben? Ich würde euch hinrichten lassen wegen Hochverrats. Ihr solltet jetzt gehen, Hoheit. Prinz Eugen ist auf dem Weg zum Himmelstor. Hoheit. Wenn ich tot bin, sucht euch einen wie mich. Ihr werdet ihn brauchen. Damit Österreich in dem kommenden Gemetzel nicht untergeht. Ja? Ja. Und wer soll das eurer Meinung nach sein? Kinski. Philipp Graf Kinski. Kinski. Gut. Ich werde ihn in den Kerker werfen, sobald er mir begegnet. Vielleicht hat er mich nie geliebt. Natürlich liebt er dich. Du bist der Einzige, der mich versteht. Ich will ehrlich zu dir sein, V. Ich werde auf dem morgigen Fest nicht um Resis Hand anhalten. Dann sagt mir, warum. Aus Verantwortung gegenüber meinem Land. Ich kann Lothring nicht so einfach opfern. Wie kommt seine Majestät überhaupt auf diese Idee? Kommt heute Abend in die Bibliothek. Dann werdet ihr verstehen. Zu C. Lothring entbehrlich. Was zum Teufel soll das bedeuten? Es ist eine Analyse der politischen Situation in Europa. Ihre Hoheit Maria Theresia hat sie gezeichnet. Das war also alles Ihr Plan? So sehr will sie herrschen? Da geht es nicht um den Thron, Franz Stephan, sondern um euch. So sehr wünscht sie sich ein Leben an eurer Seite. Was bedeuten die Pfeile? Das sind die Länder, durch die Österreich bedroht ist. Preußen, Bayern, Frankreich, die Osmanen. Glaubt ihr, dass Österreich einen Krieg droht? Es gibt viele Feinde. Frankreich allen voran. Ich danke euch. Scheint, es würde ich wirklich im Kloster enden. Ohne Mann, ohne Kinder, ohne Reich. Von Herzen gern würde ich das Gegenteil behaupten. Komisch, oder? Dass ich trotzdem so ruhig bin. Ich drücke auf das Wohl meiner Gemahlin, Ihrer Majestät Elisabeth Christine. Möge der Allmächtige Sie mit Gesundheit und weiteren Nachkommen segnen. Zum Zeichen meiner Wertschätzung nehmt dieses Gemälde. Ein Porträt unserer lieben Tochter Maria Theresia mit Franz Stephan, dem Herzog von Lothringen, die auch in Zukunft an ihrer Seite stehen möge. Majestät, auch meine ergebenen Glückwünsche. Denn Glück bleibt zuweilen im Leben eines Herrschers ein höchst rares Gut. Ich selbst habe einen Thron bekommen, ohne je danach verlangt zu haben. Wie gern würde ich ein einfaches Leben an der Seite der jungen Frau führen, die ich liebe. Aber der Thron ist nun mal kein Spielzeug. Was bedeutet er? Ein Thron bedeutet Verantwortung, eine Bürde, die man nicht einfach ablegen kann, außer man tauscht sie gegen eine schwerere.
Ich habe Gott und mein Gewissen befragt, unter welchen Umständen ich mein Land opfern darf. Etwa für ein Land, das sich in tödlicher Umarmung seiner Feinde befindet. Wie hätte mir der Allmächtige den Weg besser weisen können als durch den Pfad der Liebe? Der Liebe zu einer wunderbaren Frau. Maria Theresia ist eine Hoffnung für dieses Reich und eine Hoffnung für mich. Noch nie ist mir ein Geschöpf begegnet, das so weise und stark zugleich ist. Gern akzeptiere ich daher die Bedingungen, die es braucht, um offiziell um ihre Hand anzuhalten. Ich liebe Franz Stephan, den ich ab heute meinen Sohn nennen darf. Bravo. Ihr wirkt nicht gerade erfreut, Graf Kinski. Was ist denn los mit euch? So sagt doch was. Nur Dummköpfe loben den Tag vor dem Abend. Ich bringe eine traurige Nachricht. Prinz Eugen von Savoyen ist soeben verstorben. Was? Er möge in Frieden ruhen. Franziska Stefane, bis Axipere, Mariam, Theresiam, Walburgam, Amaliam, Christinam, hic presentem, intuam legitimam uxor. Verzeiht mir bitte, aber es ist etwas Schreckliches passiert. Was? Allmächtiger, was ist hier passiert? Wir haben gewissenhaft an der Aufgabe gearbeitet, die Eure Majestät uns gestellt hat. Wir wollen für eine männliche Erbfolge sorgen, Eure Majestät. Und das da? Die Zeugung eines Erben verlangt Leidenschaft.
Oh, Contrea, so etwas braucht Bedacht. Und vor allem Gottesfurcht. Resi hat bestimmt die ganze Zeit an unseren Herrn gedacht. Das nächste Mal bitte ich um mehr staatsmännische Haltung bei dieser Mission. Kann uns denn seine Majestät raten, wie das geht? Also so richtig. Wie bitte? Die Sache. Wie geht die? Staatsmännisch. Niemals rasch. Keinerlei Presto. Immer hübsch. Andern. Und vor allem Silenzio, wenn ich bitten darf. Andante. Silenzio. Wir sollten das gleich ausprobieren, damit wir das nicht vergessen, Resi. Das kann doch nicht sein. Das geht schon den zweiten Tag so. Es ist ihr erstes Kind. Das kann dauern. Aber ihr müsst Geduld haben. Nein, habe ich aber nicht mehr. In Österreich ist der Arzt normalerweise nicht bei der Geburt dabei. Und in Frankreich. Dort ist das anders. Man gebiert nicht auf Gebärstühlen, sondern im Bett. Ach, wirklich? Ja, und das geht. Selbstverständlich. Beiseite. Ziemt sich nicht mehr beiseite. Nein, nicht, Hoheit. Wenn das Kind geboren ist, werden wir euch gleich Bescheid geben, Hoheit. Nein, ich werde euch Bescheid geben. Die Männer dürfen bei einer Geburt nicht dabei sein. Kommt, Doktor. Ich brauche Licht. Wir müssen sie runternehmen von diesem Folterstuhl. Kommt, ihr ist wirklich besser. Bereitet warmes Wasser vor. Los, bringt den Stuhl weg. Alles gut. Freude wird wohl nicht komplett sein, Hoheit. Es ist ein Mädchen. Aber es ist gesund. Sie ist so schön wie du. Ich bin so glücklich. Ist heute in der Früh die Prinzessin Maria Theresia von einer Tochter entbunden worden, welche sogleich auf den Namen Maria Elisabeth getauft worden ist. Die durchlauchtigste Wöchnerin samt den Kinder ist wohlauf. Unten schreibt er dann noch, das nächste Mal werden wir mit einem männlichen Nachkommen gesegnet sein. Vielleicht eine diplomatischere Formulierung, Hoheit. Die Eltern sind hochbeglückt? Nein. Unsere Prinzessin hat eine Tochter zur Welt gebracht. Wir wollen aber einen Buben. Eine Tochter? Kann der Franzose nur Töchter machen? Da warte, ich zeig's dir. Da. Ja, so viele Menschen. Was, Mädchen? Schau dich nur um. Schau, da sind noch mehr. Ganz viele. Keine Angst, mein Mädchen, komm. Hoheit, wenn ihr so gütig wärt, mir ihre Durchlaucht wiederzugeben. Ihre Durchlaucht will bestimmt die Pferdchen sehen, oder? Es ziemt sich nicht, Wickelkinder umherzutragen. Es ist nur, weil sie schlecht riechen. Nein, alles in Ordnung. Hoheit. Ein Pferdchen, da staunst du was. Euren Rat, Zeremonienmeister. Wie verhält man sich zur Geburt einer hoheitlichen Tochter? Sollte man ihnen gratulieren? Oder ist es angebrachter zu kondolieren? Aber meine Damen,
Dem Lothringer gelingen wohl keine Knaben. Meine Damen, ich darf doch bitten. Lassen wir diese Scherze. Ich fürchte, ohne einen männlichen Nachkommen in der Hofburg sind solche Scherze alles, was einem bleibt. Ihr habt noch eine gesunde Tochter, Hoheit. Gott sei Dank. Was ist? Ich fürchte, seine kaiserliche Majestät wird darüber sehr betrübt sein. Seine kaiserliche Majestät hat alles daran gesetzt, dass die Probleme Habsburgs nicht die meinen sind, also sind sie es auch nicht. Übrigens, um weitere Verlegenheit am Hof zu vermeiden, werden Maria und ich Wien verlassen. Wieso? Wo wollt ihr denn hin? Irgendwer muss doch nun mal unsere Toskana verwalten, nicht? Na schau, dein Schwesterchen. Das ist dein Schwesterchen. Wie schön sie ist. Scheint die Sonne hier 300 Tage im Jahr. In Wien ist sie 300 Tage bedeckt. Wirst du auch kein Heimweh kriegen? Nach wem sollte ich denn Heimweh haben? Nach Anna? Anna kann ich schreiben. Heutzutage gibt es in Florenz 290 Tuchmacherwerkstätten. Auf dem Gebiet macht uns keiner Konkurrenz. Ich zeige euch etwas. Wenn ihr erlaubt. Bitte. So. Das sieht wie Baumwolle aus. Aber es ist so fein wie Seide. Was ist das? Baumwolle. Wie er sagt, Baumwolle. Aber diese hier wird in London gefertigt. In Manufakturen. In Werkstätten mit modernen Webstühlen. Und sie fertigen in mehrfach größerer Geschwindigkeit, als wir das können. Meine Herren, mein Plan ist, die erste Manufaktur dieser Art hier in der Stadt zu eröffnen. Ich kaufe Webstühle und lade die englischen Meister nach Florenz ein. Wir beteiligen uns gern an den Kosten. Du schon mal die Zeit anhalten. Jetzt zum Beispiel. Hoheit. Will er sich nicht vorstellen. Graf Philipp Josef Kinski. Ich entschuldige mich für die Störung, aber ich bringe euch... Kinski? Er war ein Freund des Prinzen Eugen von Savoyen. Ich hätte mich glücklich geschätzt, den Prinzen Freund nennen zu dürfen, doch das wäre vermessen, aber es stimmt, er war mein Vorbild. Und was will er denn von uns, Graf Kinski? Ich bringe leider eine schlechte Nachricht, Hoheit.
Seine kaiserliche Majestät Karl VI. Hat einen schweren Jagdunfall erlitten. Wie schlimm ist es denn? Er ist tot, Hoheit. Mein aufrichtiges Beileid. Hochlebe, die Erzherzogin von Österreich.